Hallo zusammen, iZocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da ist der Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest König der Berge, anzunehmen in Eiskrone, an dieser Position, Entschuldigung, hier. Vorquest war, auf nach Ymirheim, falls benötigt. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Das Video sollte euch aber auch helfen in WoTRK Classic. Wenn wir die Quest annehmen und nicht PvP markiert sind, bekommen wir hier eine Meldung, dass wir PvP markiert werden. Da ist sie. Falls wir schon für den PvP-Kampf markiert sind, bekommen wir diese Meldung nicht. Jetzt müssen wir hier diesen Donnerbombes Hüpfbotter benutzen. Und wir haben hier drei Fähigkeiten. Einmal Schlachtstandkraft der Horde setzen, Explodoraketen und Schwungjets. Falls wir nicht kämpfen müssen, also falls uns hier Allianzler nicht angreifen, weil wir sind ja für den PvP-Kampf markiert, die können uns jederzeit angreifen, brauchen wir die Fähigkeit auf der 2 nicht, sondern nur auf 1 und 3. Mit der 3 müssen wir jetzt diesen Berg hoch, also die 3 drücken, zielen, linke Maustaste. Man kann auch runterrutschen, aber ihr könnt nachspringen. Seht ihr? Während des Rutschens einfach die 3 drücken, zielen, klick. Und nun geht es hier nach oben. Es gibt jetzt mehrere Wege nach oben. Ihr könnt auch hier lang springen oder hier lang. So. Wenn ich da oben hinspringe, werde ich rutschen. Deshalb wird es gleich nochmal einen Sprung geben. So. Oh, ich bin gar nicht gerutscht. Ha! Und da hoch können wir normalerweise nicht laufen, sondern wir müssen nochmal springen, direkt hier auf diese Flagge. Hier angekommen, müssen wir die 1 drücken. Und Quest ist bereit zur Abgabe. Jetzt könnt ihr auf Verlassen klicken, auf euer Flugmount steigen und zum Abgabe-NPC fliegen. War doch ziemlich einfach, oder? Ja, ich weiß, bei mir waren keine Allianzler da, die mich angegriffen haben. Aber ich zeige euch nur die Quest. Wie ihr es schafft, müsst ihr selbst entscheiden. Wenn die Quest erfüllt ist, ist sie abzugeben bei Boom Donnerbombe in der Weißkrone an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls nicht, könnt ihr gerne auch. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zum Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.